Wir haben sehr viele Automobilkunden zum Beispiel zu übertragen in die Schienenverkehrsindustrie. Und da haben wir ein Konfigurationskonzept entwickelt, was wir kurz vielleicht mal anstarten können. Ja. Es ist im Prinzip ein Konfigurator, der Optionen zusammenbaut zu spezifischen Varianten. Ja. Und das können wir kurz mal anstarten. Das heißt, hier wird auf einer bestimmten Funktion, also innerhalb eines Zuges gibt es Systeme und Funktionen. Und diese Systeme sind rein von der Funktionalität her immer gleich. Da die Züge natürlich unterschiedliche Längen haben, mal mehr, mal weniger Waggons, müssen natürlich verschiedene Trennstellen eingefügt werden. Aber grundsätzlich ist die Funktion an sich gleich. Ja. So, was sehen wir hier? Da sieht man eine Grundschaltung. Ja. Und diese Grundschaltung, oder zu dieser Grundschaltung, zu dieser Option, wird eine weitere Option ausgewählt. Und diese beiden Optionen werden zusammengebaut zu einer spezifischen Variante. Man hat praktisch eine Datenbank von verschiedenen Typicals, die man nutzt und die man dann auswählen kann. Und aus diesem Generieren von diesen Typicals entsteht dann das finale Projekt. Das heißt, ich habe so eine Form von Konfigurationsprozess für mein Fahrzeug. Das ist eine Option, die man gehen kann. Wir sehen da halt entsprechend Vorteile im reinen Engineering-Prozess für die Schienenfahrzeughersteller. Und deswegen haben wir gesagt, wir übertragen das aus der Automobilindustrie. Da gibt es ja immer so die Innovation, die etwas länger brauchen, bis sie dann in andere Industrien reingekommen sind. Und das haben wir halt jetzt übertragen und als Neuheit. Was kann man jetzt hier sehen? Hier sieht man jetzt an der Stelle, vorher war es nur ein Motorabgang, jetzt kam quasi ein zweiter Motor hinzu. Ja? Das heißt, die Grundschaltung plus die Option gibt nur neue Variante. Ja? Und durch den Einsatz eben dieser verschiedenen Optionen reduziert sich natürlich auch die Anzahl der Vorlagen. Ja? Früher mussten sie quasi für jede einzelne Variante eine Vorlage bauen. Und jetzt durch den Einsatz dieser Varianten zusammen oder dieser Optionen zusammengebaut zu einer Variante, reduziert sich die Auswahl um 70-80%. Ja. Also einmal die Pflege der Vorlagen ist natürlich weitaus weniger. Und natürlich dann auch schlussendlich das Zusammenbauen funktioniert mehr oder weniger automatisch.